Offensichtlich sieht es so aus, dass ich Steroide konsumieren werde. Was? Einen wunderschönen guten Tag auf dem schlechtesten Fitness-YouTube-Kanal Deutschlands, der Welt. Ich hatte meiner Mama geschrieben, dass ich sie anrufen will. Meine Mama hatte mich dann sofort angerufen und ich musste sie dann damit vertrösten, dass ich noch auf der Toilette sitze. Ich wollte das filmen. Ich wollte das für euch filmen, wie ich meiner Mama erzähle, dass ich ballern werde. Manche von euch haben eventuell das Problem, dass die Eltern schon bei Kreatin Sonnenhals bekommen. Und ja, ich werde meiner Mama jetzt erzählen, dass ich Steroide nehme. Du kannst dir eventuell vorstellen, warum ich dich anrufe? Keine Ahnung. Was hast du denn? Also auf jeden Fall läuft gerade eine Kamera. Okay. Du hast nicht verfolgt, was ich die letzten Tage und so im Internet publiziert habe, oder? Ein kleines bisschen. So ein kleines bisschen. So ein kleines bisschen. Dass du dich noch nicht gemeldet hast, hat mich eigentlich gewundert. Ich hab jetzt nicht irgendwo drüber nachgedacht, groß, also. Okay, gut. Ich hatte da ja schon mit Papi drüber gesprochen. Und offensichtlich sieht es so aus, dass ich Steroide konsumieren werde. Weißt du was? Ich hab das akustisch nicht verstanden. Dass ich Steroide konsumieren werde, um genau zu sein Testosteron. Das solltest du vielleicht doch nicht so tun. Was? Ja, okay, erzähl weiter. Ja, und deswegen rufe ich dich an, weil ich dir das sagen wollte. Aus welchem Grund? Das hat alles den Hintergrund, dass ich auf lange Sicht ja nicht den Zustand körperlich erreichen werde, wie ich ihn gerne hätte. Und dementsprechend habe ich dann, also ich habe das ja schon länger im Kopf rumschwirren, wie man das halt immer so schön sagt, ne? Ja. Und ja, wie soll ich das sagen? Und dann war dann halt irgendwann so der Punkt, ich bin 21, der Schaden, den ich anrichte, ist reversibel, also rückgängig machbar. Dass da überhaupt Schaden entsteht, muss noch nicht mal der Fall sein. Und dann war halt so die Überlegung auf lange Sicht, diesen Schritt zu gehen und im Zweifelsfall das auch wieder rückgängig zu machen, sollte es zu großen Problemen führen. Um genau zu sein, halt auch regelmäßig mit Blutbildern und so weiter und so fort. Ja, also man nimmt ja kleine Steroide, nur um nachzuhelfen, sage ich jetzt mal, was den Muskelaufbau etc. angeht. Ja, klar, dass Wettkämpfe irgendwo im Raum stehen, ist halt klar. Ja, da haben wir ja drüber gesprochen. Ich meine, du warst mit Sicherheit auch nicht sonderlich begeistert davon, als ich mit 15 das erste Mal strunzenbesoffen nach Hause gekommen bin und der Jim Beam rauskam, wie er reingegangen ist. Nee, das war nicht toll, das kann ich dir aber sagen. aber ich war am nächsten Tag in der Schule. Ja, alles andere wäre auch sträflich gewesen. Das stimmt. Besoffen kann auch arbeiten. Das stimmt. Deshalb musstest du letztes Wochenende auch nach dem Saufen am anderen Morgen zum Sport. Das heißt also im Klartext, du willst dieses Zeug nehmen, um weiterzukommen. Sehe ich das richtig? Ja, um mehr Muskulatur aufzubauen, um den Sport nochmal ernster zu nehmen, um das körperliche Ideal zu erreichen, was ich weiter erreichen will, und du weißt, wie sehr mir der Sport am Herzen liegt, ne? Ja. Hast du da mal mit dem Schaden drüber gesprochen? Ich habe da mit Sicherheit 5 Coaches drüber gesprochen, 3 Ärzten. Ich latsch ziemlich zeitig jetzt auch zum Arzt und lass davor ein Blutbild machen, kurz danach ein Blutbild machen und dann halt in regelmäßigen Abständen danach ein Blutbild machen. Ja. Dementsprechend, ich habe mich da nicht nur wenig mit befasst, sondern dann so klassische Sachen, die halt am Anfang einfach auftreten, sind halt so Sachen wie, was man halt wissen muss, ist Bluthochdruck. So, wenn man dafür anfällig ist, kann das passieren. Ist nicht häufig der Fall, aber ist halt durchaus im Bereich des Möglichen. Da ich aber eher ja jemand bin, der eher zu niedrigem Blutdruck neigt, mache ich mir darum auch keinen Kopf. Und das Ziel ist es damit quasi, mit so wenig Kosten wie möglich, also gesundheitlichen Kosten, so weit zu kommen wie möglich.
Was aber gleichzeitig halt mit einschließt, dass man sehr, sehr hohe Kosten hat, finanzieller Natur, zum Beispiel, wie gesagt, für so Sachen wie Blutbilder. Ja klar, die werden dann nicht von der Krankenkasse übernommen, ist mir schon klar. Doch, werden sie halbjährlich, aber nicht in dem Ausmaß, wie ich sie gerne hätte, weil du willst ja nur noch Mineralien und Vitamine und ne, so, damit sie Ja. so haben. Von daher, Gott sei Dank, bin ich in der finanziellen Situation, dass das geht. Also so ganz begeistert bin ich nicht. Ich muss da vielleicht auch noch mal ein bisschen was zu lesen. Ist klar, dass du nicht davon begeistert bist. Das Einzige, was ich nur dem gesamten Umfeld dringlichst empfehlen würde, ist zumindest vor Ostern Omi und Oppi das nicht zu erzählen. Sonst wird Ostern sehr spannend. Ja, nee, das werde ich nicht tun. Da machst du mal keine Sorgen. Ja, also du, nicht, weil ich denen das vorenthalten will, sondern weil ich uns allen den Stress ersparen möchte. Ja, gut. Dann muss ich das jetzt mal. Und was hast du sonst so getrieben? Hast du wenigstens noch ein bisschen was von Berlin gesehen, außer Oh, Berlin ein bei Museum? Nacht ist, Berlin bei Nacht ist richtig schön. Ja, ich weiß. Ich habe viel von Berlin gesehen. Ich war halt aber, also du weißt ja, wie ich Städte erkunde. Ich fahre in die Innenstadt und ich laufe. Ja, So, alles gut. und dann liest du hier mal eine Tafel und dann schnackst du da mal mit jemandem. Und so bin ich jetzt durch Berlin gegangen. Ich war noch nicht im Dings, im Bundestag. Steht aber tatsächlich noch auf der Liste. Ich Also will. der tut sich abends auch gut. Ja, genau, ich wollte tatsächlich morgen Mittag da einmal rumgurken. Ja, und sonst hatte ich eine sehr, sehr schöne Zeit mit sehr, sehr vielen, sehr coolen Leuten. Ja, abgesehen davon, dass mein Portemonnaie weg ist, aber das ist ja gut. Achso, apropos Portemonnaie, eine neue Karte ist anscheinend gekommen. Weil da ist gestern so ein kleiner Umschlag gekommen. Und beim ersten Mal kann ich mich erinnern, hast du so eine auch gekriegt, so einen kleinen schwarzen Umschlag. Perfekt, perfekt. Ja, Die ist da. um neun Personen muss ich mich ja kümmern, wenn ich wieder da bin. Ja, Nee, gut. gut. Okay. Hab einen schönen Dann Abend noch. noch, ja, noch viel Spaß. Tschüss. Hab dich lieb. Ciao, ciao. Ich dich auch. Tschüss. Kurze Werbeunterbrechung. Ich habe gehört, du hast noch nicht mit meinem Code eingekauft. Was ist das für eine Frechheit? Wenn du die besten ERAs haben willst, den geilsten, vor allem vom Preis-Leistungs-Verhältnis, geilsten Booster, den Selfish haben willst, dann schau jetzt bei Powerstage vorbei, bestell mit meinem Code. Und spar stabile 10%. Guck auch in die Angebote der Woche rein. Die findest du immer bei mir auf Instagram. Die findest du immer auf der Website. Dann bekommst du zum Beispiel so einen geilen Scheiß wie 33% auf Kreatin. Guck einfach auf der Website vorbei. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. So, das war das Gespräch mit meiner Mama. Ich habe meiner Mama gerade erzählt, dass ich Steroide konsumieren werde. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist immer noch ein sehr, sehr ungewohntes Gefühl. Weil ich ja nicht angefangen habe. Also ich bin ja jetzt an dem Zeitpunkt, dass ich noch nicht angefangen habe. Der Plan steht, aber ich habe es halt noch nicht gemacht. Genau, Steroidkonsum wird gut. Solltet ihr auf jeden Fall alle tun. Für Leute, die es jetzt nicht gecheckt haben, das war Humor, das war richtig harter Sarkasmus. Macht so einen Scheiß bitte nicht nach. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich diesen Schritt gehen will, weil ich den Sport auf einem gewissen hohen Level betreibe und betreiben möchte. Ich weiß, dass ich mich vernünftig ernähren kann. Ich weiß, dass ich mich, was Ausreißer angeht, zügeln kann, was Saufen und Rauchen angeht. Ich rauche ja auch wieder verhältnismäßig weniger im Vergleich zu dem, wie viel ich mal geraucht habe. Zum Beispiel in Lockdown-Zeiten habe ich sehr, sehr viel geraucht. Und ich bin mir sehr bewusst bei dem, was ich tue.